Einen wunderschönen guten Tag, hier ist wieder euer Lausbieber und ich schaue mir heute das nächste Spiel mal an. Auch wieder eine Demo-Version auf Steam. Spiel heißt Cargo Company. Erinnert mich sehr stark auf den ersten Blick an Spiele wie Transport Tycoon oder Transport Fever. Ja, wir wollen uns das mal angucken, so wie ich es gelesen habe. Man transportiert Waren zwischen einzelnen Stationen, also der übliche Aufbau. Einzige, was ich schon gesehen habe, ist, es gibt wohl auch Raketen, dass man Waren dann zwischen Planeten hin und her transportieren muss. Ist, glaube ich, ein Aspekt, der recht cool werden könnte. Vor allen Dingen, ich glaube, die kann man sogar selbst zusammenbauen, die Raketen. Ja, müssen wir uns angucken. Ansonsten ist natürlich eine Demo-Version, man hat die üblichen Einstellungen. Tutorial lassen wir mal an, Geschwindigkeit. Währungen lassen wir alles auf automatisch. Musik habe ich ein bisschen runtergedreht, obwohl die sehr cool ist, finde ich. Sehr stimmig erstmal. Und ja, ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Und ja, dann schauen wir mal rein. Genau, ich bin der Lausbieber. Wir spielen auf einer normalen Karte. Gewässer ist okay. Ich habe eh keine Ahnung, also. Genau. Die Laus Corporation. Zeichnen Sie ein Logo. Naja. Bilder aus einer Vorlage wählen. Datei wählen. Ich lasse es jetzt mal, das würde jetzt zu viel Zeit kosten. Ein einfaches Logo. Was machen wir? Eine Rakete. Sieht wahrscheinlich jetzt total schäbig aus, aber. So. Gut. Sieht ja aus wie eine Banane, die hingefallen ist. Aber es ist so. Es gibt Züge. Es gibt nur Züge und Raketen. Die Funktionalität sind eingeschränkt, es können Fehler auftreten. Ja, okay. Da kann ich quasi vorspulen. Oh, ist noch verdammt laut. Ich mache das mal noch ein bisschen leiser. So. Mail-Button. Wichtige Anweisungen. So. Wir haben verschiedene Städte, wir haben verschiedene. Um Geld zu verstellen, erstellen Sie einen Bahnhof neben diesem Sägewerk. Züge, Bahnhof. Machen wir. Akzeptiert Holz, liefert Waren. Neben dem Wald, machen wir. Ah, das Übliche. Man kann Plattformlängen einstellen. So, wo ist denn jetzt der? Ach, da oben. Bauen wir natürlich dann sinnvollerweise dahin. Ich muss die Bahngleise verbinden. Ach. So. Wie bauen wir denn da? Bauen wir hier hoch. Noch ein bisschen friemelig von der Steuerung her. Ich weiß, dass ich die verbinden muss, aber ich muss ja hier erstmal die Erde runter machen.
Okay. Hammer. Ein Zugdepot. Gut. Klicken Sie Fahrzeuge kaufen. Kaufen Sie dort einen Zug und einige Holzwaggons. Fahrzeug kaufen. Okay, es gibt verschiedene Lokomotiven. Gewicht, Lebensdauer, Leistung. Nehmen wir so eine Diesellok. Die kostet ja erstmal nicht viel. Tja. Nehmen wir erstmal die Waggons. Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich jetzt eine Linie festlegen. Hinzufügen. Wir fahren dahin. Ja. So, und wir wollen aber da warten bis voll. Entladen wie möglich, genau. Ah, da kann man sogar das Gleis einstellen. Sehr schön. Und dann starten wir den Zug. Da ist unser erster Zug. Oh. Neue Siedlung auf dem Mond. Passagiere zwischen den Siedlungen. Okay. Und wie landen die da? Da muss ja irgendwo eine Landestelle sein. Ja, Weltraumhäfen. So, wie kann man jetzt wechseln zwischen... Ich will wieder in die normale Karte. Station, Industrien, Finanzen, Linien, LKWs, Raketen. Ah, ei. Okay, cool. Erde, Mond, Mars. Okay. Boah, die freuen sich bestimmt, wenn man hier neben eine Rakete baut. Und ein Baum auf dem Mond, auch eine. Eine Rakete kaufen. Nehmen wir mal die kleinste, die wir uns schon nicht leisten können. Sehr cool. Treibstofftank, Passagierteil. Lassen wir mal ein bisschen schneller hier laufen.
heißt der neue ICE. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Geld wir da einnehmen. Siebzehntausend. Oha. Da werden wir noch eine ganze Weile. Und das sind 30 Tonnen Holz, also eigentlich nichts. Da ist ein Minidorf. Man kann auch Industrien dann aufbauen, sehr cool. Lagerhäuser. Busstationen, aber das ist alles noch nicht freigeschaltet. Gut, jetzt habe ich hier 17 Passagiere, aber ich kriege die nicht weg. Kann man einfach mal einen Kredit aufnehmen. Finanzen. Kredite. Sehr gut. Das war jetzt nicht die feine Englische, aber... So. Wir nehmen natürlich die billige Rakete. Da nehmen wir Passagiere. Und einen Passagierkopfteil. So, und die Linie macht da einen Stopp und da einen Stopp. Warum nicht? Betriebswerk. Was sind wir ein Betriebswerk? Da kann ich Züge. Oder brauche ich da echt einen großen Weltraumhafen? Super. Ich glaube, das war jetzt nicht so der Plan. Okay, war vielleicht dumm, muss ich zugeben, hätte man vielleicht besser lösen sollen. Naja, einen Haufen Kredit aufgenommen. Von Helium 3, von Mond nach Erde. Okay, also es gibt auch so Subventionen. Dann warten wir jetzt mal ab, was die erste Rakete jetzt gleich erbringt. Da warten immerhin 5 Passagiere, uiuiui. Passagiere. So, Rakete, komm mal. Da ist sie. Und bringt Geld. 646, ich glaube, das sind die Betriebskosten enorm.
Jetzt sind ja aber immerhin 40 Passagiere dabei. Also das, was mein Zug Gewinn macht, macht die Rakete Verlust. Obwohl, ja, Gewinn dieses Jahr ist okay. Haben wir denn noch irgendwas, was wir transportieren können? Hier gibt es Öl. Passagiere, eine Raffinerie. Was haben wir hier? Noch mehr Holz. Eisen. Das sind alles zu weite Entfernungen hier. Die produzieren Autos, brauchen Stahl. Benötigt Helium 3. Ja, cool, das kann ich dann wahrscheinlich von der. Benötigt Öl. Okay, das geht ja hier. Gut, mit der mitten übers Gebirge, aber. So, es ist zwar jetzt gewinnt kein Schönheitspreis. So, Depot. Und einen Zug kaufen, dann nehmen wir wieder die Diesellok her. Und der kriegt Öltanker. Ich glaube, wenn ich da, jede Karre ist quasi eins davon. Genau. Wie viel Liter transportiert er? Uiuiui. 28.000 Liter. Tausend, uiuiui. Okay, das kriege ich ja quasi automatisch. Was sieht man denn hier irgendwie? Wann die Städte wachsen. Ja, da wird Helium 3 produziert. Okay, und dann könnte ich von da nach da nach da produzieren. Wäre natürlich bei den kurzen Entfernungen zum Busse sinnvoller. Das macht irgendwie auch so keinen Sinn, dann hier Straßen zu bauen. Aber wie gesagt, ist ja, erinnert mich wirklich im ersten Moment auch wieder so ein bisschen Transport-Tycoon. Oder ja, was gibt's noch?
Voxel Tycoon natürlich, was ich auf einem anderen Kanal spiele oder auf einer anderen Playlist habe. Aber die Rakete lohnt sich ja mal gefühlt gar nicht. Die Züge dafür umso mehr. Wahrscheinlich wird es interessanter, sobald man. Ich hätte wahrscheinlich auch zwei Module einfach nehmen müssen. Na, obwohl. 5000. Da jetzt habe ich die Subvention bekommen. Daran könnte es jetzt natürlich liegen. Cool. Das ist natürlich dann interessant, dass man diese Verknüpfungen erstellen muss und je nachdem, die benötigen Chemikalien und Stahl und produzieren Kolonialausrüstung. Und dann kann ich quasi immer weiter fortschreiten, je mehr ich die versorge. Aber zum Beispiel die kleinen Entfernungen, da hätte ich jetzt die Buslinie eingesetzt. Der produziert fleißig Öl. Das ist noch alles Dekoration. Was haben wir hier? Benötigt Eisenerz, produziert Stahl. Okay, da gibt es jetzt nicht viele Betriebe und ich müsste das Zeug über die halbe Karte transportieren. Okay, produziert Panzer. Da gibt es eine Produktivität. Okay. Ah, die produzieren die Waren. Ah. Akzeptieren die Waren? Nein. Aber die. Ja, gut, macht jetzt natürlich keinen Sinn, weil ich keinen Zug hier ranbauen kann. Der, ja doch, hier rein könnte ich den jetzt bauen. Ja, mal gucken. Gut. Das macht natürlich erstmal noch keinen Sinn. Also die Raketen ersetzen so ein bisschen die Flugzeuge. Aber die Idee ist halt nicht, dass man verschiedene, sag mal, Biome hat. So, das war's aber jetzt wahrscheinlich auch schon im Großen und Ganzen mit dem Spiel. Es ist halt, wie gesagt, ein Early Access. Da kann man jetzt natürlich noch nicht so viel erwarten. Aber es gibt eine neue Rakete. Recht teuer, hält auch nur 15 Jahre. Weil die sich wahrscheinlich erstmal hier komplett auf die Erde fokussieren müssen. Sachen, man baut die ganzen Eisenbahnlinien aus, versorgt alles mit Ressourcen. Jetzt haben wir hier einen Wald und hier, wenn die Waren akzeptieren würden, was sie nicht tun, man müsste jetzt theoretisch erstmal Passagiere hier hin und her gurken. Aber es macht eigentlich nur aus der Stadt hier Sinn. So, passiert hier irgendwas? Ne. Die benötigen wahrscheinlich Waren und Kolonisierungsausrüstung und dann erst macht es Sinn, die hin und her zu schicken. Dass man die dann expandieren kann. Und dann müsste man jetzt theoretisch noch eine zweite Rakete kaufen, die Kolonisierungsausrüstung oder man kauft eine, die dann alles Mögliche transportiert. Ja. Die zwei Züge machen wenigstens Gewinn. Rakete auch. Ja, dann war es das auch schon wieder für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gelangt, um einen Eindruck zu gewinnen.
ist wie gesagt nur eine Demo und auch natürlich noch Early Access, also eine frühere Version definitiv. Ich glaube 0.8, wenn mich nicht alles täuscht, genau, Demo 0.8. Ja, bedanke mich trotzdem wieder fürs Zuschauen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Deswegen abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts verpasst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Lausbieber.